Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute einmal die Stoßstange abbauen, dann werden wir einmal die Kotflügel abbauen und werden mal gucken, wie da so die Passgenauigkeit ist, weil bei GFK, es kann halt immer mal sein, dass du so ein bisschen ein paar Sachen anpassen musst. Ich finde es mega geil, wie ihr das feiert. Danke auf jeden Fall für die ganzen Zusprüche und sowas. Das bestärkt mich in meinem Tun auf jeden Fall und klar, Zuspruch, da freut man sich halt immer. Ich hocke jetzt hier gerade hinterm Auto, weil ich am Heck auch schon ein bisschen was gemacht habe, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Nochmal zu dem Dreitürer. Ich bin nicht die Nummer 3, ich bin die Nummer 4. Es gibt schon 3 Stück auf der Welt quasi und ich bin jetzt die Nummer 4. Das wollte ich noch einmal sagen und dann mit den Partnern. Weil ich hatte ja im ersten Teil gesagt, dass Oettinger am Überlegen ist, ob sie mit ausgewählten Partnern zusammenarbeitet, weil aktuell war es bis jetzt so der Fall, dass du ein Auto nur zu Oettinger bringen konntest. Und Oettinger überlegt jetzt aktuell, dass die sich halt so Partner aussuchen und dann kannst du quasi an verschiedenen Standorten in Deutschland oder auf der ganzen Welt dann halt dein Auto im Oettinger-Style umbauen lassen. Wir haben jetzt schon einmal die Stoßstange abgebaut. Das sieht so aus. Schon einmal alles weg. Jetzt will ich noch die Kotflügel wegbauen. Dafür müssen wir aber noch einmal die Tür lösen. Das geht relativ einfach. Da hat man hier nur den Zentralstecker, der muss einmal weggeschnitten wird. Boah, wie das aussieht. Nee, weggeschnitten. Einmal abgeklemmt werden und dann ist das nur dieses Ding hier und da hinten ist auch eine Schraube. Kann man alles so ein bisschen schlecht sehen, aber ihr wisst, was ich mache, beziehungsweise vorhabe. Ja, ich will einfach nur testen, wie das Ganze so passt, zumindest schon mal vorne. Damit beschäftigen wir uns jetzt heute quasi in dem Video. Das Problem ist, viele wissen ja, ich bin ja halt wirklich kein Schrauber und ich hatte nur alleine schon die Stoßstange abzumachen, weil ich habe es noch nie selber abgemacht, weil es das erste Mal, muss erstmal Schrauben suchen. Dann hast du auch Angst, eine Schraube zu viel zu lösen, sage ich jetzt mal, weil es ja sein könnte, dass du die gar nicht abmachen musst. Ich habe jetzt zum Beispiel die Ansaugung mit abgeschraubt vorne, hätte ich gar nicht machen müssen. Aber egal, wir boxen uns da irgendwie durch. Ich habe da auch irgendwie voll Bock zu. Dauert halt nur, da ich es alleine mache, beziehungsweise halt auch, wie gesagt, gar keine Ahnung habe. Dauert das halt alles ein bisschen länger, aber jo, geht voran. Ich bin gespannt. So, wie gesagt, Stoßstange ist schon einmal ab. Jetzt hier unten ist noch eine Schraube drin und die Schrauben hier muss ich einmal lösen, dass ich dann einmal die Kotflügel abkriege. Hier ist auch einmal alles weggebaut. Jetzt können wir die Stoßstange gleich einmal dran machen. Das hat natürlich mir nur einmal doppelte Arbeit gemacht, weil, guck mal, ich hätte hier diese Schraube einmal lösen können. So, ich habe die Schrauben gelöst, das heißt, weil wenn ich die Schraube gelöst hätte, hätte ich hier einfach das rausziehen können. Und dadurch, dass ich das jetzt anders gemacht habe, darf ich die Tür beim Einbauen wieder einmal neu einstellen, aber egal. Die parken jetzt hier erstmal in der Ecke. Irgendwie kriege ich das hin. Aber das ist halt das, was ich meinte. Ich bin halt kein Profi-Schrauber und habe mir jetzt dadurch leider doppelte Arbeit gemacht. Aber egal, irgendwie wird das schon. Jetzt machen wir einmal die beiden Kotflügel dran. Links und rechts, gucken mal, wie da die Passgenauigkeit ist. Und die Stoßstange vorne werden wir auch einmal noch
dran machen und dann ist das Video auch schon fast wieder vorbei. Ging schnell heute. Wie ist mit den Schwellern? Aber dafür müssen die alten Schweller auch ab, ne? Ja. Der dazwischen der sitzt. Genau, wir machen jetzt einmal die Kotflügel dran. Da habe ich mir Hilfe geholt, weil alleine und Film und so weiter. Oh, guck mal, wie schön breit das auf jeden Fall schon ist. Mega. Passgenauigkeit 100%. Ja? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, bisher sehr, sehr gut aus. Ja, aber krass, guck mal, wie ist sogar ein kleines Stückchen tiefer als original. So, Stoßstange haben wir einmal drauf. Die hat, guck mal, das passt zu 100%. Wirklich 100%. Das ist krass. Das war bei den Mücke-Carbon-Kotflügeln war das nicht so. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich hier viel spachteln muss oder sowas zum Beispiel, aber brutal. Also es ist wirklich, wirklich brutal. Also ich kann das gerne nochmal zeigen, weil ich selber so fasziniert bin. Da sind jetzt noch keine, hier müssen noch Halter zwischen. Da sind jetzt keine Halter, aber wenn das dann hier sitzt, ne, oder was sagst du? Mega. Ist geil, ne? Finde ich mega. Und guck mal, das Grau mit der Dings zusammen. Mit der Carbon-Motorhaube. Sieht voll fett aus, ne? Mhm. Mega geil. Ich bin wirklich, wirklich glücklich. So viel gibt es auch gar nicht so weit zu sagen. Wir haben auf der anderen Seite haben wir schon mal alles auch so ein bisschen angepasst, um zu gucken. Aber das seht ihr im nächsten Video. Danke fürs Zugucken. Bis dahin. Ciao. Schon geil. Das Anhalter. Ist das ein Schiff? Mal gucken hinten. Ist das fett, Alter? Oder? Ja. Geil? Findest du geil? Findest du nicht geil? Ist cool, doch. Ja, ne?